Lykanische. Was? Okay. Lykanische Grüße und willkommen zurück zu Das Ding aus einer anderen Welt. Hallo? Gott. Ich hoffe, dass es war jetzt nicht so unprofessionell. Ich weiß, da war ein Schacht, aber. Okay, ich gehe in den Schacht. Wenn man da rein kann, sagen wir es mal so. Nee, nicht jetzt, nicht euer Ernst. Ich werde die spawnen später wieder. Ach Mann. Konnte ich mir... Ah. Nein, ich nehme die Sniper. Hallo? Hallo? Nein. Jetzt. Headshot. Ja, irgendwie reagiert das Spiel nicht. Gib mir eine Waffe. Niemand bringt ihn um. Gehören Sie zu Whitleys falschem Forschungsteam? Ja. Aber ich habe immerhin Ihren Arsch gerettet. Sorry. Danke für die Rettung. Diese Soldaten sind überall. Sind die ihretwegen hier? Vielleicht. Aber diese Fracht scheint Ihnen wichtiger. Für wen ist die Fracht? Keine Ahnung. Sicher nicht fürs Rote Kreuz. Wenn Whitley dahinter steckt, muss sie vernichtet werden. Ja, C4 besorgen. Paul. Ich will jetzt nicht sagen. Oh, Speicherpunkt. Speicher. What? Speicherpunkt. Verdammt, wenn ich Ihnen jetzt das gebe. Ich brauche einen Techniker. Mehr. Ja, Sir. Oh. Hallo. Oh. Was war das jetzt? Hallo? Warum hat das jetzt da unten nachgeladen? Habe ich doch ein zweites. Jawohl. Ach nein, das ist eine Schrotflinte. Ja, okay. Machen wir es so. Ja. Okay. Tür zu. Spyhorn. Spyhorn. So. Komm, Schmidt. Ja, Sir. Ich hab's Gefühl, jetzt kommt. Ja, wer sonst? Wer soll jetzt? Und das sieht ja ein Monster, wenn. Hä? Bereich scheint sicher. Okay. Na gut. Okay, egal, egal. Moment, warum gebe ich ihn nicht? Moment, ich habe gar keine Pistole, ne? Nein. Natürlich nicht. Mehr überall gut gehen. Es regnet. Monster. Ja, Alter.
Mensch. Okay. Okay. Ui. Ach nee, kommt das jetzt, was ich dachte, was kommt? Nein. Nein, ich traue dem hier nicht. Schieß, lad nach. Soldaten sind nie alleine. Oder doch? Nein. Okay, da ist eins eingesperrt. Ich glaube, ich hätte auch einfach hier hinten lang gehen können. Ich brauche einen Techniker. Ja, Sir. Und hätte mit einem einzigen gezielten Schuss alle kalt machen können. Ich habe das Gefühl, ich muss das Ding rauslassen. Oh, speichern. Transithangar. Wer kommt denn da? Das hat sie jetzt vollgebracht. Oh, Grenades. Grenades. Catch a grenade for ya. Hey. Grenade for ya. Ah, jetzt habe ich auch wieder ein Maschinengewehr. Türsteuerung. Das sieht aus wie ein Hund. Hey Paul, bitte. Bedien dich. Jawohl. Ja, aber für mich bleibt nicht viel. Moment, ich habe davon jetzt nichts, oder? Nein, warum auch? Die ganze Sache gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Oh, mei. Oh, mei. Zu die Tür. Ich muss das machen. Oder? Was zum Teufel? Okay. Mach lieber zu. Wir müssen jetzt wieder hoch. Für was war denn dieser Raum hier unten? Das weiß niemand. Hallo? Für was? Hä? Ich bin. Sieht aus wie ausgekotzt. Yep. So wie du. C4 besorgen. Das war unsere Aufgabe. Okay. Wir werden hier sterben. Ich bin okay. Wir sind im Eimer. Ich mach das schon. Mich würde es eher interessieren, wie wir hier weiterkommen. Ich laufe jetzt wahrscheinlich 20 Runden im Kreis. Verdammt, ich lasse das Ding jetzt raus. Vielleicht ist so eine Spielmechanik so mit: Töte das Monster, damit das Monster die Tür aufmacht. Oder so. Aber ich frage mich, für was die ganzen Schalter hier sind. Egal. Ich weiß nicht, ob wir jetzt sogar raus müssen.
Gut, ich hab. Oh. Natürlich geht das nicht. Frag mich, was das jetzt für eine Granate war. Tür zu. Moment, gegen die haben wir ja schon mal gekämpft. Hallo? Oh, gut. Ja, okay. Schlüssel. Speichern. Speichern. Stratauversorgung. Und Jams 4C4. Und eine zweite Taschenlampe. Lampe. Wow. Herrgott. Das denke ich mir im Augenblick. Ich denke, ja, was denke ich mir im Augenblick? Oh. Ich frage jetzt euch, Leute. Was denke ich im Augenblick? Wer kommt denn da? Oh. Stirb. Stirb mit Ü. War hier nicht ein Speicherraum? Ja. Das juckt mich jetzt auch nicht. Ich speichere. Der ist genau wie aus dem Film, der Alarm. Was ich ehrlich gesagt ganz gut finde. Weil das so ein kleines Detail ist. Da hinten versteckt sich einer. Wer kommt denn da? Ein paar kleine Dinger. Boah, ist das hier düster. Gott, ist das Mini. Oh. Du drehst gerade ein bisschen im Rad, Paul. Ich bin okay. Ah, komm. Fackel ist ab. Ich gehe jetzt nicht so lange nicht raus. Haben wir eigentlich kein Medic? Oh Gott. Ich hab noch was gehört. Hallo? Halt, stopp. Okay. Okay, was zum Teufel? Was? Was willst du reparieren? Ach, das hier. Paul dreht wieder am Rad. Ich gebe ihm mal ein Medikit.
Danke. Munition. Okay. Ich brauche einen Techniker. Reparier mal der Gerät. Ich muss jetzt mal gucken. Warum? Moment mal, habe ich eine Adrenalinspritze? Achtung. Ich mach das schon. Es ist dunkel. Jetzt geht's wieder. Wen brauchst du denn? Okay, jetzt gehen wir mal an den Computer. Ich habe den Granatenwerfer und entsprechende Munition in meinem Büro eingeschlossen. Code 2622. Es halten sich eine Menge schießwütige Männer hier auf. Und in den falschen Händen könnte diese Waffe dem Gebäude schweren Schaden zufügen. So, jetzt kommen wir da rein. Und ich hoffe ganz doll. Oh. Und ich hoffe ganz doll, dass wir das speichern können. Stirb! So. Ah, jetzt. Grenade! Oh ja, mit dem Granatenwerfer schießt man natürlich Granaten. Ah! Boah! Okay, speichern wir hier. So, Leute, ich verabschiede mich jetzt wieder. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über Kritik würde ich mich sogar noch mehr freuen. Und ja. Ich hoffe, es gefällt euch immer noch. Auch wenn es ein bisschen mittlerweile, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe das Spiel irgendwie 10-mal besser in Erinnerung. Aber es ist immer noch gut. Ich kann ja nichts sagen. Aber ich weiß nicht, ob es euch vielleicht anödet. Aber gut, ich verabschiede mich dann. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.